안녕하세요 여러분. 제 이름은 라라입니다. 저는 1년 한국어를 배우고 있어요. 그리고 처음에는 정말 힘들었어요. 그렇지만 지금은 정상입니다. 몰라? 네. Für mich war Koreanisch lernen nie so eine Sache, zu der ich mich wirklich gezwungen habe, da es für mich immer eine Sache war, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und die ich auch wirklich nur zum Spaß gemacht habe. Aber mittlerweile habe ich ein Ziel, weil ich die Sprache gut beherrschen möchte und deswegen bin ich mittlerweile auch viel engagierter, was das Ganze angeht und lerne auch ein bisschen stärker und ein bisschen mehr. Und in diesem Video möchte ich meine Koreanisch-Lernreise mit euch teilen und euch mal genau erzählen, wann ich angefangen habe, was ich wann und wie viel gemacht habe, welche Hilfsmittel ich benutzt habe und am Ende möchte ich noch mit euch einen Test zusammen machen und gucken, auf welchem Level ich ungefähr bin, da das einige Leute immer von euch fragen. Ja, viel Spaß bei dem Video. Ich habe Ende Sommer 2019 angefangen, also jetzt ungefähr ein Jahr her, ein bisschen länger schon. Und da war ich sehr, sehr motiviert und ich habe da wirklich jeden Tag mindestens eine Stunde lang gelernt und habe sehr viel gelernt und war sehr motiviert und habe das dann ungefähr so, weiß ich nicht, 2-3 Monate auch genauso durchgezogen. Aber dann so gegen Herbst, Winter 2019 war ich nicht mehr so motiviert, wirklich Grammatik und Vokabeln zu lernen. Habe dann aber trotzdem noch immer koreanische Musik gehört, koreanische Filme geguckt und so weiter. Also ich war immer in der Sprache involviert und habe auch nie bis zum jetzigen Zeitpunkt aufgehört, Interesse an der Sprache zu haben, was ziemlich wichtig für mich war, da ich deswegen auch immer motiviert war, weiter zu lernen. Aber wie gesagt, habe ich dann Ende 2019 nicht mehr so wirklich richtig am Schreibtisch gelernt, habe eher so die Sprache passiv ein bisschen gelernt. Aber am Anfang 2020 hatte ich wieder einige Motivationsschübe, habe wieder angefangen, richtig zu lernen. Und habe dann auch wieder regelmäßig Grammatik und Vokabeln gelernt. Und das Ganze kam dann wirklich immer so in Schüben. Das heißt, manchmal war ich sehr motiviert und habe wirklich 2-3 Wochen lang jeden Tag mehrere Stunden gelernt. Und dann gab es wieder Zeiten, in denen ich fast gar nicht gelernt habe. Aber wie schon gesagt, war ich immer in der Sprache involviert und habe diese Sprache eigentlich jeden Tag gehört. Da ich sehr, sehr gerne K-Pop höre, ich gucke sehr gerne koreanische Filme. Ich bin auch sehr Fan von der Gruppe BTS und habe da auch immer deren Videos angeguckt und so weiter. Also ich war immer in dieser Sprache so ein bisschen drin. Und dann habe ich aber ab dieser Quarantänezeit dieses Jahres, also ungefähr ab so Frühling 2020, habe ich wirklich angefangen, mir ein Ziel zu setzen und zu sagen, dann möchte ich die Sprache flüssig sprechen oder sehr, sehr gut sprechen. Und deswegen bin ich jetzt auch seit einigen Monaten sehr motiviert und auch sehr engagiert und fleißig, was das Ganze wieder angeht und lerne mittlerweile auch wieder fast jeden Tag, beziehungsweise so oft, wie ich es halt schaffe. Und versuche halt eigentlich schon jeden Tag zumindest ein bisschen mir die Vokabeln anzugucken, damit ich halt ja, diese Regelmäßigkeit nicht verliere. Und jetzt kurz noch mal zu meiner eigenen Geschichte hier. Meine Mutter ist Koreanerin, das heißt, ich bin halb Koreanerin. Aber meine Mutter ist auch hier aufgewachsen und hier zur Schule gegangen, deswegen kann sie auch nicht so mega gut Koreanisch, da ihre Familie mit ihr auch Deutsch gesprochen hat und sie halt hier in diesem Umfeld aufgewachsen ist, sozusagen. Und halt mit ihren Eltern doch gelegentlich auch Koreanisch geredet hat, aber tatsächlich eher, ja, in die deutsche Kultur halt reingewachsen ist. Und deswegen konnte ich persönlich auch bis letztes Jahr fast gar kein Wort Koreanisch. Und habe dann wirklich so von null eigentlich angefangen. Also ich habe wirklich gar kein Vorwissen gehabt, dann wirklich seit einem Jahr jetzt Koreanisch gelernt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass man auf jeden Fall in diesem Jahr mehr hätte lernen können, als ich es jetzt getan habe. Weil ich das Ganze am Anfang wirklich nur so zum Spaß gemacht habe und ja, nicht wirklich jeden Tag mega viel Grammatik gepaukt habe und Vokabeln gelernt habe. Aber ich hatte einfach sehr viel Spaß dabei, Koreanisch so ein bisschen zu sprechen und auch zu hören. Und wie sich das Ganze ausgezahlt hat, werden wir jetzt in diesem heutigen Video, wie gesagt, nochmal genauer wissen und kennenlernen. Also falls ich einige Fehler in diesem Video mache, dann tut es mir sehr, sehr leid und korrigiert mich sehr gerne in den Kommentaren. Jetzt fangen wir erstmal mit meinen ganzen Hilfsmitteln und ja, Dingen, die ich benutzt habe zum Koreanisch lernen. Oh mein Gott. Nein, meine Karteikarte. Ganz am Anfang habe ich angefangen mit diesem Buch hier, Koreanisch leicht gemacht für Anfänger. In diesem Buch habe ich aber wirklich nur die ersten 4, 5, vielleicht 6 Kapitel gemacht, da ich dann zu Talk to Me in Korean umgestiegen bin und mir das viel besser gefallen hat als dieses Buch hier. Talk to Me in Korean ist eine Webseite, auf der man die Grammatik sehr, sehr gut lernen kann. Und ich habe dann damit weitergemacht und habe mir da immer die Grammatikkapitel angehört und habe mir dann dazu auch die, ja, Workbooks bestellt, also die Arbeitsbücher bestellt. Und damit komme ich einfach sehr, sehr gut zurecht und lerne ziemlich viele. Also ich habe jetzt von Level 3, 4 und 5 die Arbeitsbücher. Und bin momentan halt bei Level 3 und für Level 1 und 2 habe ich mir jetzt keine Arbeitsbücher gekauft, weil ich das ein bisschen einfach fand und das mittlerweile schon ziemlich gut beherrsche. Und deswegen habe ich mir nur von diesen drei
Levels erstmal die Arbeitsbücher gekauft. Außerdem habe ich von Talk2Me in Korean auch noch diese zwei Bücher. Das sind Vokabellernbücher. Und das ist eigentlich eine Bestellung, aber das ist halt in zwei Büchern aufgesplittet. Und da lernt man einfach Vokabeln in einem Kontext, was ich sehr, sehr gut finde. Und ich würde euch auch raten, dass ihr wirklich den Fokus auf Vokabeln legt. Denn ich persönlich habe angefangen, viel Grammatik zu lernen. Aber diese ganzen Grammatikstrukturen helfen mir nichts, wenn ich keine Vokabeln weiß. Und ich wünschte mir im Nachhinein sehr, ich hätte eher den Fokus auf Vokabeln gelegt. Denn wenn ich nur die Vokabeln weiß, kann ich mich schon viel besser verständigen, als wenn ich nur die ganzen Grammatikregeln weiß. Und deswegen möchte ich jetzt meine Vokabeln auf jeden Fall aufbessern und da ein bisschen dran arbeiten und habe deswegen jetzt dieses Buch bzw. diese zwei Bücher erstmal, um speziell auf die Vokabeln zu fokussieren. Als allererstes habe ich natürlich auch Hangul gelernt, das ist das koreanische Schriftsystem und das ist auf jeden Fall das Wichtigste, also das ist so die Grundlage und ich glaube, ohne Hangul zu lernen, sollte man nicht koreanisch lernen, da man sonst eigentlich nichts machen kann. Dann natürlich habe ich auch noch Notizhefte, in denen ich so meine Notizen gemacht habe. Das war zum Beispiel für Vokabeln, das war für Grammatik und das war hier so für Übungssätze und Beispiele und generell Tagebucheinträge in Koreanisch. Und dann hatte ich hier noch mein kleines Dictionary, also ja genau, einfach ein Wörterbuch. Für Vokabeln habe ich dann die Apps Quizlet und Anki benutzt. Und um in einen Austausch mit anderen Leuten zu kommen, habe ich die App HelloTalk verwendet. Denn da kann man mit anderen Native Speakern schreiben und reden. Das habe ich da auch sehr gerne verwendet. Aber ansonsten sind so meine Haupthilfsmittel eigentlich diese Bücher von Talk2Me in Korean. Und da ich gesehen habe, dass Talk2Me in Korean auch Level-Tests machen und mir quasi sagen, auf welchem Level ich eigentlich wäre bei denen, dachte ich mir, ich mache das mal heute und gucke jetzt mal, auf welchem Level ich wäre. Das Ganze ist natürlich jetzt keine irgendwie internationale Auszeichnung, auf welchem Level ich generell bin in Koreanisch. Also, wie sagt man Mond in Koreanisch? Yay. Do you have apples? In Koreanisch heißt Sagwa isseoyo. Sagwa isseoyo. Please give me an apple heißt Sagwa juseyo hier. Do you have a cup? Cup isseoyo. Ja. I'm sorry. 죄송합니다. 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 Okay. Also ich glaube, dass ich diese einfachen Vokabeln schon ziemlich gut weiß, da ich diese auch immer irgendwie höre in irgendwelchen Videos und so weiter. I eat 저는 먹어요. Wo ist das 먹어요? 먹어요 hier. Ja. I wear... Ich habe an... 이뻐요. Ja, 이뻐요. Ja. I study 저는 공부해요. 해요 ist es. Ja. I meet 저는 만나요. Wo ist es? 만나요. Ich mag meine koreanische Aussprache irgendwie gar nicht. Also ich finde, dass irgendwie meine Aussprache nicht so gut ist, obwohl meine koreanischen FreundInnen zu mir sagen, dass meine koreanische Aussprache für eine Deutsche echt gut ist. Aber ich weiß es nicht. Also manchmal denke ich mir, ich kann Sachen total gut aussprechen, aber manchmal denke ich mir auch so, wie ich Sachen, also die Betonung, ob ich jetzt hoch oder runter gehe, ist nicht so gut bei mir. Okay, when heißt 언제. 언제. Ja. Why? Where? Where ist, glaube ich, eines der ersten Wörter, die ich gelernt habe. I want to study. I want to study heißt 저는 공부하고 싶어요. Ja. Ja. Yeah. I went 저는 가요. Das wäre Präsens. 저는 갔어요. Ja. I ate 저는 먹었어요. 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 예, 먹었어요. Okay. I am eating. 저는 먹어 있어요. Ja. Okay, bisher alles richtig. Ich hoffe mal, es bleibt so. So heißt Kureso. Kureso. Kureso ist eines meiner Lieblingswörter. Ich mag irgendwie Wörter wie Kureso, Kurigo, Kuronde. Ich mag diese Wörter total. Wenn mir so langweilig ist, dann sage ich immer diese Vokabeln so vor mir hin, so Kurigo, Kureso, Kuronde, Kurochiman. Es macht irgendwie voll Spaß. Ja, vielleicht bin ich komisch. Ich mache weiter. I will buy. 저는 살 거예요. Ja, das ist es. I am working 저는. 저 일 할 거예요. 저 일 했어요. 하고 있어요. Hago isso, ja. I can speak Korean. 저는 한국, 한국어 할 수 있어요. Ja. I like juice more than milk. 우유보다 주스가 더. Oh, das habe ich jetzt letztens gelernt. Das habe ich jetzt letztens gelernt. Okay, warte. Also, 주스보다 more than milk. Oh nein, das mache ich jetzt bestimmt falsch. Ich habe voll vergessen, wie man das sagt. Es ist auf jeden Fall eins der ersten beiden. Es ist eins der ersten beiden. Ich tippe, es ist das erste. Oh mein Gott. Nein! Okay, schade. My friend is good at swimming. 제 친구는 swimming을 좋아해요. 잘해요. I'm not busy at all. 조금 heißt ein bisschen. 전화 많이. Ja, 정호 an
Babayo. 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 I'm not good at singing. 저는 노래를 잘 못해요. Ja. I like coffee more than tea. Okay, jetzt mache ich es richtig. 저보다 커피가 더 좋아. Ja. Ah. Okay. Ja, es ist das Erste. Es ist auf jeden Fall das Erste, oder? Ja, es ist das Erste. Ja, don't touch it would be manchiti masseyo. Ja, oder manchiseyo malhachi masseyo. Nein. Ja. After doing this, what are you going to do? Oh. Okay, also diese Grammatikform hatte ich noch nicht, aber ich gucke mal. Das Erste, das klingt für mich irgendwie logisch. Aber das Erste, da ist tun in der Vergangenheit. Und das Letzte ist es aber nicht, weil da ist möchten drin, wollen. Ich glaube, es ist das Erste. Also es könnte auch das Zweite sein. Ich glaube, das ist das Erste. Nein! Nein! Mann! Okay. I think it's expensive. 이거 정말 비싸요. Okay, es ist auf jeden Fall das Dritte. Yes. Up. Up ist vorne und hinten ist three. Three. Ja. Ja, das ist es. Okay, das weiß ich nicht, aber wir gucken mal. Uri, wir neil morgen tashi wieder manal koyo treffen. Aber das heißt, wir treffen uns morgen wieder. Uri neil dashi manayo. Ah, okay, das erste heißt, wir werden uns morgen treffen. Das zweite heißt, wir treffen uns morgen. Und das dritte heißt, uri neil dashi manal suro isoyo. Können uns auch morgen treffen. Ah, dann ist das zweite. Okay, bitte. Was? Uri neil dashi manal suro isoyo. Okay, keine Ahnung. Okay, da war es auch schon zu Ende bei meinen Skills. Okay, also laut diesem Test hier bin ich bei Level 3. Und das ist ziemlich lustig und ziemlich cool, denn ich bin wirklich bei Level 3 momentan. Also, ja, echt gut. Ihr habt jetzt vielleicht nicht mehr Eindruck bekommen, wie gut ich ungefähr in Koreanisch bin. Und wie gesagt, ich glaube, man hätte in diesem einem Jahr viel, viel mehr lernen können, als ich es gemacht habe. Und ich hoffe sehr, dass ich nächstes Jahr nochmal so ein Video machen kann und dann vielleicht sogar schon bei Level 5 oder 6 oder so bin. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen Spaß gemacht zuzugucken und vielleicht auch ein bisschen geholfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr noch einige Fragen habt zu diesem Thema. Und ich kann euch ja eventuell dabei helfen. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe sehr, dass du bald mal wieder hier einschaltest auf meinem Kanal. Hab noch einen wunderschönen Tag und dann bis hoffentlich sehr bald mal. Tschüss!